Servus Leute, da bin ich wieder. Ich habe ein riesen Fresspaket bekommen von Conva. Und zwar ist das die neue Feldküche-Produktreihe. Da sind richtig geile Sachen dabei und ich werde heute ganz, ganz viel testen. Ich habe nämlich Hunger wie ein Dreckbär gerade. Ja, hab mir's gemütlich gemacht, weil es immer wieder ein bisschen regnet hier und ein bisschen windig ist. Also falls ihr Bock drauf habt, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, ich habe also wie gesagt ein riesen Fresspaket bekommen von Conva. Erstmal Dankeschön natürlich dafür. Deswegen, ich werde es auch jetzt mal hier mit Werbung kennzeichnen, vorsichtshalber. Ich freue mich jetzt riesig drauf, hier die ganze Sache auszuprobieren. Es sind nämlich geile, geile Sachen dabei. Ihr wisst ja, ich stehe auf so Tracking-Mahlzeiten und so weiter. Was mich am meisten interessiert, ist hier das Feldbrot. Also das sind alles jetzt Produkte von der neuen Linie von der Feldküche. Ist so Instant-Nahrung, sage ich jetzt mal, also müsst ihr Wasser dazugeben im Normalfall. Dadurch extrem lang haltbar, ich glaube MHD 7 Jahre, wenn ich recht weiß. Also das Zeugs könnt ihr euch in den Rucksack schmeißen oder in den Keller und seid safe, habt immer was zu essen. Was ich auf jeden Fall heute probiere, ist das Feldbrot. Wir backen uns jetzt ein Brot tatsächlich, da habe ich richtig Bock drauf. Dann werde ich mir wahrscheinlich noch Rührei machen. Dann haben wir hier diverse Brotaufstriche, einmal haben wir Cream Cheese, hier haben wir Leberwurst und hier haben wir einen Energy Drink zum Anrühren Wasser, Zitronentee, was haben wir noch, Brotaufstrich, Chocolate, also so Nutella-mäßig, sage ich mal. Ja, richtig geil, den Kaffee habe ich als letztes schon probiert, der war richtig geil, ich hoffe, ich habe noch einer dabei. Genau, wir fangen mal an auf jeden Fall mit dem Brot, würde ich sagen, mit dem Feldbrot. Was braucht man dafür? 60 Milliliter kaltes Wasser und dann einen Teig mache und dann 10 Minuten Ruhe lasse. Okay, das machen wir also als allererstes mal. Und dann von beider Seite 2 Minuten bei mittlerer Hitze ausbacken. Das kriegen wir noch. Ich habe den Drangia dabei, mein Drangia Kochgeschirr. Da ist man relativ safe, hat einen Windschutz, macht den Boden nicht kaputt und so, hat eine regulierbare Flamme, dass nichts passiert. Genau, das heißt, wir machen jetzt erstmal den Teig fertig. Also wir brauchen, wie gesagt, 60 Milliliter Wasser. Hier haben wir einen Liter, also das ist nicht wirklich viel, was wir brauchen. Ja, das dürfte 60 Milliliter sein. Wir können ja im schlimmsten Fall noch ein bisschen was dazugeben. So. Teig kneten und dann Ruhe lassen. Also. Schütteln wir das hier mal rein. Die Backmischung. Der Thermomix haben wir natürlich nicht dabei. Deswegen rühren wir es erstmal mit dem Löffel ein bisschen rum. Dann schauen wir mal, ob das passt mit dem Wasser. So. Lässt sich sehr gut rühren auf jeden Fall. Natürlich muss man da auch ein bisschen die Hände schmutzig machen dabei, das ist gar keine Frage. Also kneten wir mal schön mit den dreckigen Händen. Das Ganze, wie gesagt, 10 Minuten Ruhe lassen. Und in der Zeit machen wir mal den Drangia-Start klar.
So, da brennt schon. Ich würde sagen, wir machen das Ganze in der Pfanne. Machen uns so eine Art Fladebrot. Die Pfanne schon mal drauf. Und machen uns ein bisschen Fett rein natürlich. Ich nehme jetzt mal Kokosfett. Schmeckt ganz gut und man kann es vor allem schön transportieren. Outdoor, weil es schön fest ist. So, jetzt mal den Brocken hier raus. Ja, machen wir ordentlich rein. Genau. So, und ich würde sagen, während das jetzt vor sich hin backt, schauen wir mal weiter, was wir noch machen so. Also Bock habe ich auf jeden Fall auf Rührei. Genau, Rührei. Was haben wir da alles drin? Hühnervolleipulver, klar, Milchpulver, Palmfett, Sahnepulver, Maltodextrin, natürliches Aroma, Zwiebeln und. Inhalt in ca. eine Tasse kaltem Wasser anrühren. Danach die Mischung in einer Pfanne mit etwas Öl ausbraten. Machen wir doch. Natürlich nehmen wir da jetzt einfach hier den alten Topf, um das zu mischen. Dann sind noch ein paar Teigreste drin, das ist ja nicht so dramatisch. So, das lassen wir vor sich hin backen. Also, was haben wir gesagt, wie viel brauchen wir? 225 Liter. Ja, das machen wir wieder nach Gefühl und fertig. So. 100, 200, zack. Ja, das kommt nur. Also, rein damit. Ich bin wirklich gespannt. Und falls jetzt jemand fragt, warum nimmt er nicht einfach Eier mit? Es ist schon klar. Aber die Sache hier sind ja nicht darauf ausgelegt, dass ihr daheim einfach euch was zubereiten könnt, sondern dass es lang haltbar ist, dass es nichts wiegt vor allem und dass das vielleicht auch als Notvorrat habt oder auf einer längeren Trekkingtour oder so, weil ihr könnt ja nicht Eier durch den Wald tragen. Tagelang oder so. Das ist ja der Sinn hier von der Feldküche. So, wir verrühren es mal schön hier. Fängt wieder an zu regnen, jawohl. Perfektes Wetter, um draußen zu kochen. Ich glaube, unser Brot ist schon fertig. Dann nehmen wir es mal runter. Au, heiß. Probieren wir natürlich gleich mal. Ja. Schön fluffig. Mann, Herr. Gehen jetzt einfach so wegfressen, aber ich habe noch Rühreier. Deswegen erstmal die Rühreier machen. Mal Fett rein. Oh, das war ein bisschen viel. Raus damit.
So. Die Gradstelle. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. So, Flamme habe ich doch wieder ein bisschen runter gemacht. Brennt nämlich ruckzuck an. Ich halte hier drin eine Edelstahlbeschichtung innen drin. Also das ist nicht das Aluminium, das ist außer Aluminium bei mir jetzt in dem Fall. Innen drin haben wir Edelstahl. Und da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, weil so wie ihr seht, brennt es natürlich sonst ruckizucki an. Deswegen habe ich jetzt die Flamme wieder ein bisschen runter gemacht. Aber wir kriegen schon eine gewisse Konsistenz. Wir machen es jetzt einfach mal lieber ein bisschen langsam hier. Ich habe halt so Hunger. Also immer schön rühren oder halt wirklich besser eine niedrige Temperatur nehmen. Oder einfach mehr Fett. Mensch, ich würde so gerne das Brot schon essen, aber ist echt gut. Was trinke man überhaupt dazu? Feldbrot, hör mal. Soll man es noch einen Brotaufstrich machen? Nee, dann heben wir uns auf. Ich will nicht alles ausprobieren heute. Trinke mal einen Zitronentee oder trinke mal einen Energy Drink. Wir trinken natürlich einen Energy Drink. Alla. Was brauchen wir hierfür? Nur eine Tasse. Die haben wir hier drin. Dann sparen wir uns nämlich schon mal den Kaffee. So, das wird einfach in kaltem Wasser angerührt. 200 Milliliter. Zack. So hier. Wo haben wir es jetzt? Energy Drink. Nicht für stillende Frauen, ne? Ganz wichtig. So, dann nehmen wir mal ein sauberes Messer jetzt. Da liegt's. Das riecht gut. Ich bin ja so ein Energy Drink und Kaffee-Fetischist. Oh, mit mir in der Tasse rumkratzen, ist halt wieder schlecht. Leute, erinnert mich dran, das nächste Mal, ich brauche einen Plastiklöffel oder einen Holzlöffel. Ich hätte mal auch einer schnitzen können, aber da bin ich zu faul dafür. So, deswegen vorsichtig rumgerührt. Probieren wir mal. Sehr gut, aber hat sich nicht ganz aufgelöst, sehe ich gerade. Jetzt machen wir das alles einfach mit dem Finger und fertig. Machen wir nicht lang rum. Ich zeige es euch mal. Sieht da lecker aus. Da in der Mitte ist ein bisschen was angebrannt, aber halb so wild. Schmeckt richtig gut. Schmeckt wie richtiges Rührei. So. Das werde ich jetzt noch in Ruhe essen. Stellen wir es mal weg. Wie gesagt, ich habe noch einen Haufen anderer Sachen dabei. Aber ich will das halt nicht alles auf einen Schlag ausprobieren. Wir haben noch einen Eistee, einen Zitronentee dabei. Vor allem haben wir noch ganz viel Brotaufstriche dabei. Der Feldkaffee, den will ich mir jetzt aber auch nicht machen. Ich habe jetzt so meinen Energy Drink. Ne? Schokolade, also Schokonussaufstrich, Leberwurst, da habe ich richtig Bock drauf. Aber das machen wir alles so nach und nach in den Videos immer mal wieder. Ich bin ja oft genug draußen und Fischbarsche. Ja, noch einmal. Natürlich hätte man Eier mitnehmen gekannt. Und natürlich hätte man sich auch weg mitnehmen gekannt, gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall auf lange Haltbarkeit gemacht, auf wenig Gewicht, fürs Tracking, für lange Haltbarkeit, also auch was fürs Prepping zum Beispiel. Und ja, ich muss sagen, schmecke tut's auf jeden Fall. Es ist jetzt auch wirklich ruckzuck gegangen. Klar, wenn man sich den Teig da möchte, hat man ein bisschen Sauerei, aber wenn da ich selber einen Teig macht, habt ihr noch mehr nach Sauerei. Deswegen, ja, ich finde es eine coole Sache. Möchte ja Spaß draus zu essen, so ist es ja nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich stelle jetzt noch gerne in Ruhe essen.
genießt es hier, wenn der Regen ein bisschen aufs Tarp prasselt. Schöner geht's eh nicht. Ja. Und werde noch ein kleines Schläfle machen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich richtig Bock drauf. Falls euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Link zu den Sachen von Conva sind natürlich in der Videobeschreibung, in den Kommentaren drin. Könnt ihr mal schauen, guckt da mal vorbei. Die haben wirklich ganz, ganz, ganz viel für Tracking und Prepping und ja, richtig geile Seite auf jeden Fall. Ich habe auch Riegel dabei. Ich habe auch noch so Weizenriegel von denen, aber die will ich mal auf einer Tour ausprobieren. Man muss jetzt nicht alles auf einmal zeigen. Ganz viel Sache auf jeden Fall. Ja, ich will jetzt essen in Ruhe. Also, bis dort noch. Ciao.